Hallo, ich bin's, die Sandra Fenzel, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin, Trainerin und auch Pferdejournalistin und Fotografin. Und ich möchte euch heute mal aus meiner beliebten Serie Produkttests bzw. Buchrezensionen ein wundervolles kleines Manuskript zum Thema Tierfotografie vorstellen. Ich fotografiere ja Tiere seit meiner Kindheit an, mit großer Leidenschaft und auch für verschiedene Pferdesportmagazine. Und gebe auch Workshops in dem Bereich. Aber es ist natürlich nicht für jeden möglich, immer gleich einen Pferdefotografie-Workshop oder so zu besuchen. Und deswegen bin ich meiner lieben Kollegin, der Eva Frischling, sehr dankbar. Die hat ein ganz tolles Manuskript zu diesem ja schon schwierigen Thema der Fotografie erstellt, wo eigentlich alle meiner Meinung nach wichtigen Aspekte angesprochen werden. Zum Beispiel die Themen, warum ist es viel sinnvoller manuell einzustellen, als jetzt mit Automatiken oder Halbautomatiken zu arbeiten? Warum ist der Bildausdruck dann viel stärker bzw. natürlich auch viel präziser? Was macht überhaupt ein gutes Bild aus? Wie ist der Bildaufbau? Wie kann man wirklich auch das Auge des Betrachters lenken? Aber auch natürlich unter Anführungszeichen einfache Sachen, die man sich bei jedem Bild überlegen sollte, nämlich wie ist die Belichtung, wie hoch sollte der ISO-Wert sein, wie kriege ich wirklich eine gute Schärfe ins Bild. Und gerade dieses Thema ist natürlich in der Tierfotografie ein ganz, ganz wichtiges, und sie behandelt da auch ganz wunderbar, welche Probleme kann es mit der Schärfe geben und eben etwaige Lösungsmöglichkeiten. Am Ende gibt es auch noch ein kleines Kapitel zum Thema Photoshop. Wie mache ich aus einem guten Bild ein noch besseres Bild? Ist natürlich in der digitalen Fotografie ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jeder, der Tiere fotografieren möchte und da auch besser als irgendeinen Handyschnappschuss machen möchte, dem kann ich dieses kleine Manuskript wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Ich finde, es ist wirklich ganz toll geworden mit vielen schönen Bildern. Und ja, wünsche der lieben Eva, meiner Kollegin, dass sie ganz viele von diesen Manuskripten verkauft. Hier am Ende zeigen wir euch nochmal, beziehungsweise die Eva hat ein kleines Video erstellt und blättert mit euch sozusagen das Manuskript durch. Dann seht ihr ganz genau, was es wirklich enthalten. Und für nächstes Jahr organisieren die Eva und ich einen Workshop Pferdefotografie auf Island im Mai. Da sind wir gerade in der finalen Planung. Das wird sicher super cool, wir zwei Fotografen mit euch auf Island unterwegs oder mit Isländern auch unterwegs. Und ja, wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne eine PN oder eine E-Mail, dann setze ich euch unverbindlich auf die Infoliste. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra. Green hills and enemies. These things, they make us sentimental inside. Your words are gelignite, or just another sentimental aside. We're catching bullets in our teeth, and though it's easy if you know how it's done, they split the secret up six ways before they gave it to us just before dawn. And now we don't remember. Our blood and guts are out.